Hi ihr Lieben, ich möchte euch heute ganz eng zusammengequetscht vom Bubu die kleinen Juli, August, naja, Juni, Juli Favoriten zeigen, die er jetzt aktuell auch noch benutzt und deswegen zeige ich euch mal eben, was er so, mit was er so gerne spielt und ja, was er so gerne mag. Wir fangen mal an mit einer Sache, die ich euch schon mal gezeigt habe, glaube ich. Und zwar ist das von seinem Bauernhof. Ein Traktor und das Mannequin dazu. Er liebt es, mit diesen Sachen zu spielen. Also er könnte sich damit stundenlang beschäftigen, diesen Typi da draufzusetzen und wieder runterzusetzen. Es ist und bleibt nun mal ein Favorit, deswegen muss ich es wieder mit reinnehmen. Es tut mir leid, wenn ich es schon mal gezeigt habe. Das Ganze zum Bauernhof könnt ihr natürlich in meinem anderen Video mit euch nochmal anschauen, was da alles mit bei ist. Das verlinke ich euch unten in die Infobox. Aber jedenfalls, mit dem spielt er total gerne. Steht auch für die ganzen anderen kleinen Autos von Hot Wheels, die er da vererbt bekommen hat, die hatte ich auch schon mal im letzten Video gezeigt. Mit denen spielt er jetzt nicht mehr ganz so gerne. Aber mit diesem Traktor, das liebt er einfach. Also deswegen musste er wieder mit rein. Ja, der Traktor. Dann hat er von Oma seine ersten Playmobil-Sachen geschenkt bekommen. Das steht jetzt nur für eine Sache von mehreren Sachen, die er bekommen hat. Also das ist auch wieder ein Auto, ein kleines Müllauto. Hier hinten drin ist auch zufällig gerade die Mülltonne drin. Damit spielt er sehr gerne, dann sitzt er immer, er hat ja mehrere Figuren, sitzt er die hier immer vorne rein oder stellt sie rein. Das bleibt auf jeden Fall so ein All-Time-Favorite, glaube ich, so Sachen, die, wo er Männchen reinsetzen kann, wie mit dem Traktor. Die gibt es ja schon ab anderthalb Jahren, das wusste ich nicht, die heißen Playmobil 1, 2, 3. Die gibt es aber auch nicht überall, also bei Müller habe ich sie nicht gesehen. Ich habe sie bisher nur bei Karstadt gesehen und... Nee, nur bei Karstadt bisher. Und ich glaube, dass Toys R Us die auch hat. Die sind halt nicht so, die haben halt nicht die ganzen kleinen Sachen mit bei. Deswegen sind die viel besser und wenn man die zusammensteckt, da gibt es ja auch so eine Wiese, die er hat mit einem Steg sozusagen, mit einer kleinen Brücke. Das ist alles viel größer, also er kann das alles nicht verschlucken. Und deswegen... seine Playmobil 1, 2, 3 Spielsachen. Mit denen spielt er auch sehr gerne. Dann, das wird jetzt schwer zu zeigen, sein Winnie Pooh Tisch, mit dem spielt er immer wieder mal gerne. Ich stelle ihn immer wieder mal weg. Und jedes Mal ist er wieder ein Highlight. Also wir spielen ja hier im Kinderzimmer nicht so viel, weil das Kinderzimmer recht klein ist. Und aktuell auch das Bällebad hier drin steht. Das heißt, es ist noch enger. Jedenfalls spielt er sehr gerne hiermit. Ich bin Pooh, hallo du, komm und spiel mit mir. Genau. Da kann man halt verschieden draufdrücken. Hier ist dann eine Biene, die dann Geräusche macht. Dann, es ist ein Lernspielzeug einfach, ne? Damit spielt er sehr, sehr gerne. Das kann man auch runternehmen. Er benutzt es zurzeit auch oft als Laufgelegenheit, warum auch immer. Aber es lässt sich anscheinend schön schieben. Damit, wie gesagt, spielt er sehr, sehr gerne. Hier ist auch ein Spiegel drin, wo er sich gerne dran anguckt. Deshalb auch ein All-Time-Favorite von dem Kleinen. So, jetzt ist genau das passiert, was ich schon vermutet hatte. Meine Speicherkarte ist voll gewesen. Deshalb nochmal. Ich war ja gerade bei dem Laufwagen. Und zwar ist das hier so ein ganz alter, den wir in einem Second-Hand-Laden geholt haben, beziehungsweise die Omi. Weil wir dachten, na gut, er braucht das vielleicht noch nicht so. Also der ist schon, den haben wir schon eine ganze Weile, dann hat er halt immer hier vorne mit dem Zeug gespielt. Das ist jetzt allerdings uninteressant geworden. Jetzt pest er mit diesem Ding hier komplett durch die Wohnung, sei es über den Küchen, wie nennt man denn das? Die Küchenschwelle oder eben auch mal auf dem Balkon hin und her. Also unser Balkon ist ja sehr, sehr groß. Und da pest er mit dem Ding her sehr, sehr gerne rum. Ich wollte das schon abbauen, weil wir einen Ersatz gekauft haben, beziehungsweise die Oma einen Ersatz gekauft hat, ein Lauflern-Autowagen, wie auch immer, mit Winnie Pooh drauf. Den zeige ich euch sicherlich auch mal, weil mit dem pest er jetzt auch schon rum, aber das ist jetzt immer noch so eine Nummer 1 und sobald der hier abgedankt hat, wird der zur Oma wandern, dass er da, wenn er da unterwegs ist, da halt auch ein bisschen spielen kann. Deshalb, also der wird dann halt einfach wiederverwendet, nur bei der Oma halt. Aber das ist halt einer seiner Favoriten, mit dem spielt er aktuell noch so, so gerne. Und ich wollte ihn abbauen und schon zu Oma bringen. Und dann hat er versucht, ohne diese blauen Teile, also wirklich nur mit diesem Teil hier, durch die Wohnung zu rennen. Er hat natürlich nicht funktioniert, denn er hatte ja keinen Halt mehr. Ist Gott sei Dank nichts passiert, aber deshalb bleibt er jetzt doch noch hier. Das ist auf jeden Fall einer seiner Favoriten. Und jetzt kommen wir zu einem Favoriten,
Ein Moment. Zu einem Favoriten, was auf dem Handy meines Freundes ist. Also wir versuchen es gerade auf mein Handy aufzuladen, aber irgendwie finden wir das nicht. Und zwar ist das ein Spiel und das suche ich gerade. Das heißt Kindermodus. So, das ist das gute Stück und hier ist die App, dieses hier mit dem Krokodil. Das heißt Kindermodus und wenn man hier drauf geht, kommt gleich, sind hier verschiedene App-Kategorien, die man nutzen kann. Wir benutzen meistens, wo ist es denn? Dieses hier. So. Die Mama macht Hamburger und Fischstäbchen für uns alle. Yeah, essen, essen, essen. Also mit diesem Teil könnt ihr halt einfach Sachen aufnehmen. Hoppla. Also so sieht das Ganze aus und ihr könnt dann da halt das reinsprechen, so wie man das von dieser Tom, dieser Katze kennt. Wir können ja einfach mal hier kurz, geht denn das? Also der Kleine schreit natürlich auch immer drin rein, deswegen sind da nicht immer ganz so sinnvolle Sachen drin. Aber damit spielt er sehr, sehr gerne zurzeit. Man kann da auch schöne lustige Sachen machen. Also man zieht den hier dran, dann ändert sich die Stimme und er lacht halt über diese Geräusche und diese veränderten Stimmen einfach. Dann, was ich super gut an dieser App finde, ist, dass er kann hier nicht raus. Also wenn ich hier auf dem Home-Button drücke, es passiert nichts und ich weiß den Code jetzt auch nicht. Man muss hier unten auf die Tür gehen und dann öffnet sich ein Feld, wo man dann einen Code eingeben muss und erst dann kommt man aus dieser App raus. Und das finde ich mal eine Idee, die echt gut bedacht wurde. Denn, man kennt es ja, das Kind drückt hier drauf oder wischt hier hin und her und dann kommen eben solche Geräusche. Er kann nichts machen, außer eben in diese Apps reingehen. Dann gibt es hier eine App, wo er malen kann. Da sieht man auch schon, was er schön so gemalt hat mit dem Papi zusammen. Das kann er dann halt machen. Dann kann er selbst Fotos machen. Jetzt seht ihr mich doppelt hier drin. Er kann von sich selbst Fotos machen, indem er dann... So, jetzt seht ihr euch. Das Ganze schwenkt sozusagen. Und das macht er auch gerne, weil er weiß, dass er hier drauf drücken muss und dann kommen dann eben Fotos. Also ist eine sehr, sehr coole App. Kann ich euch nur empfehlen, euch sie zu besorgen. Und ihr könnt hier auch andere Apps reinladen in dieses Menü noch. Wie jetzt eben dieses Lego-Spielen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Das sieht dann so aus. Und da kann er dann halt auch nicht mehr raus aus dieser App. Das ist halt echt genial. So, wir gehen mal wieder zurück in die Ursprungsform. Und zwar ne, hier mit dem Handy auf jeden Fall. Diese App ist zu empfehlen. Die lade ich mir jetzt auch auf meins runter. Es ist keine Dauerbeschäftigung. Definitiv nicht. Aber es ist halt, wenn er dann doch mal quengelig ist und man ist irgendwie unterwegs oder keine Ahnung was, ist das eine wirklich sehr, sehr coole App, mit der er selbst ein bisschen dran rumspielen kann und die nicht irgendwie was am Handy umstellen kann. Also ich habe das Problem, er drückt dann bei mir auf meinem Handy rum und versucht irgendwie eine App zu öffnen und dann löscht er mir teilweise auch Apps und das ist dann doch schon ärgerlich. Deshalb finde ich die App echt cool, die werde ich mir jetzt auch runterladen, wie gesagt, und ja, wie auch immer, die App ist cool. Dann kommen wir zu einem Favoriten in Sachen Getränke. Und zwar habe ich ganz, ganz lange jetzt nach einer Flasche gesucht, die einen Strohhalm hat, mit der er klarkommt, die ich leicht reinigen kann, die, wenn sie runterfällt, stabil ist und vor allem nicht ausläuft. Denn mein Kleiner macht das sehr gerne, dass er hier so rumdrückt auf diesem Strohhalm und logischerweise kommt da was raus. Bei dieser Flasche ist das nicht der Fall. Ich finde die wahnsinnig genial. Die ist von Avent. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich habe keine Ahnung. Die kostet aber 11 oder 12 Euro. Ist schon eine Stange Geld, aber sie lohnt sich definitiv. Hier drin ist eine Folie sozusagen, die ist aber noch schön gemacht, die das Getränk entweder kalt oder warm hält. Das finde ich extrem cool. Der Strohhalm ist ein bisschen kurz, finde ich, aber es, dadurch, dass hier so eine Einkerbung ist, sieht man das? Ja. Hier so eine Einkerbung ist, funktioniert das ganz gut. Da kann er halt direkt mit der Nase richtig rangehen. Also, ne, dass die Nase nicht dran gedatscht wird, sondern eben dadurch, dass die Kuhle hier ist, ihr wisst, was ich meine. Ja, jedenfalls ist die total cool. Die nehmen wir jetzt nur noch. Ich kaufe da jetzt auch noch eine zweite nach. Ich würde allerdings nicht empfehlen, Karottensaft da reinzumachen, weil die Röhrchen verfärben sich trotzdem. Klar, ihr könnt die dann irgendwann austauschen, aber würde ich jetzt nicht unbedingt mit Saft füllen. Finde ich irgendwie nicht so ganz hygienisch. Aber hier ist immer Wasser drin. Und ja,
Die ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und der trinkt er auch sehr gerne. Noch ein kleiner Nachtrag, wieder einmal. Ich habe vergessen, euch zu zeigen, wie ich meinen Kleinen austrickse, dass er sich die Windel wechseln lässt. Und zwar habe ich da hier, nicht wundern, Lexi. Lexi hat mich geformt, ich weiß nicht, wie man das nennt, gemacht. Das soll ich sein, als ich noch lange Haare hatte. Hatte ich euch, glaube ich, sogar im Video schon mal gezeigt. Ich habe jetzt hier den Anhänger abgemacht, weil es mir zu unsicher war, weil der Kleine aktuell damit spielt. Wenn ich ihn wickel, gebe ich ihm das in die Hand und dann beschäftigt er sich damit. Das ist total cool und es funktioniert momentan auch nur mit dem hier. Also die Kuscheltiere, die da sonst liegen, sind vergessen. Jetzt spielt er immer mit mir sozusagen. Es wird aber wieder irgendwann mein Schlüsselanhänger werden. Also hier war ein Schlüsselanhänger-Teil dran. Ich habe es jetzt erstmal abgemacht, aus Sicherheitsgründen, weil er gerade damit sehr gerne spielt. Das ist also noch ein Favorit, den ich euch vergessen hatte zu zeigen. Ja, das waren jetzt die Favoriten vom Kleinen, die ich euch aktuell zeigen konnte. Ich hoffe, es war was dabei für euch, was interessant war. Ich habe hoffentlich nichts doppelt gezeigt oder mich verquatscht oder so. Schaut euch die App einfach mal an. Vielleicht, wenn euch die Sachen interessieren, die einzelnen, die ich gezeigt habe, kann ich auch gerne nochmal eine Nahaufnahme machen und euch das nochmal zeigen oder euch Bilder bei Instagram posten. Dann seht ihr das Ganze noch ein bisschen näher, also vom Tisch oder von diesem Laufwagen oder vom neuen Laufwagen, wenn ihr den endlich mal nutzt. Ja, das war's dann jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.